26. Mai. In Erwartung des Himmels. Suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Kolosser 3, Vers 1. Der Apostel Paulus konzentrierte sich auf den Himmel. Irdische Annehmlichkeiten waren für ihn eine Seltenheit. Er wurde geschlagen, gesteinigt, halbtot liegen gelassen, oft von Menschen enttäuscht und musste selbst auf die nötigsten Dinge des Lebens verzichten. Angenehme Gefühle spielten für ihn jedoch keine Rolle. Ihm ging es einzig und allein darum, ein produktives Leben im Hinblick auf die himmlischen Ziele zu führen. Auch wir müssen uns darauf konzentrieren, wenn wir unsere himmlische Belohnung nicht verspielen wollen. Christus ist vom Himmel und im Himmel. Der Himmel ist seine Heimat, und weil wir Christus gehören, ist er auch die unsrige. Wenn wir uns hauptsächlich mit Christus beschäftigen, wird der Himmel logischerweise auch für uns eine wichtige Rolle spielen. Die Geschehnisse des Himmels sollten für uns einen wichtigeren Stellenwert einnehmen als die Dinge dieser Welt.